The memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile and the bar. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu diesem SSO-Info-Video. Ja, gestern hat Star Stable ja angekündigt mit einem Bild auf Instagram, dass wir heute erfahren, was es mit diesem verschwommenen Video auf sich hatte, wo ich vor 2 Tagen eine Teaser-Analyse gebracht habe. Und jetzt sehen wir das Ganze auch, wenn wir auf der Startseite sind von Star Stable, also starstable.com und dann /de, eben in unserem Fall, damit es deutsch ist, gehen wir hier auf die News und dann haben wir hier den Punkt ein überarbeiteter Freund. Ja, ich zoome hier mal ein bisschen ran. So, wir haben hier das alte Modell und hier rechts das neue Modell. Was fällt auf? Der Hals ist nicht mehr so hirschhalsmäßig, sondern wird ein bisschen lockerer getragen. Der Rücken ist nicht mehr ganz so gerade und die Kruppe fällt ein bisschen eher ab, ist ein bisschen runder. Generell hat man wirklich das Gefühl, dass das Pferd abgerundet wurde, könnte man so sagen. Verzeiht meine Stimme, ich bin eben erst aufgestanden. Und man sieht aber zum Glück auch, dass sich nicht so viel verändert hat. Die Kopfform ist nach wie vor ziemlich ähnlich, um die Maulpartie gerade herum fällt das sehr auf, dass da nicht so viel dran gemacht wurde. Die Nase ist hier so ein bisschen, der Nasenrücken sieht ein bisschen anders aus. Ich habe das Gefühl, der Kopf ist ein bisschen kürzer. Zumindest wirkt der Kopf ein bisschen kürzer als beim alten Startermodell. Ich muss aber sagen, dass zum Glück, was man ja im Video noch nicht sehen konnte, die Veränderung nicht so krass ist. Und ich deswegen nicht mehr ganz so kritisch dem Ganzen gegenüberstehe, dass unser Anfangspferd verändert wird, wie ich es bislang tat. Da eigentlich wirklich noch ziemlich viel von dem alten Pferd erhalten bleibt. Man sieht es ja einfach im Vergleich, dass es sich tatsächlich gar nicht so stark verändert. Was ich wirklich krass finde an der Sache, hier steht drin, ich kann es gar nicht markieren, ich bin gar zu doof dazu, dass nicht nur das Anfangspferd ein völlig neues Aussehen bekommt, sondern alle Pferde dieses Modells. Und da gibt es ja noch richtig viel. Es sind unheimlich viele Pferde, die eben noch in diesem Anfangsmodell, die es noch gibt. Es gibt die Ahaltekina, es gibt das KWPN, es gibt den Westfalen, es gibt ja noch die alten Morgans natürlich auch, es gibt die Moraps, es gibt einige der Pains, die werden alle überarbeitet. Und zwar tatsächlich sogar die Pferde, die wir bereits gekauft haben. Und das finde ich krass und an der Stelle möchte ich mich auch mal bei Star Stable bedanken. Denn das finde ich wirklich eine richtig coole Sache. Ich hätte jetzt gedacht, okay, es werden vielleicht alle Pferde überarbeitet, aber halt nicht die, die man schon gekauft hat. Dass man vielleicht nochmal denkt, ach ja, ja, jetzt könnte ich auch nochmal eins von den Anfangspferden oder von dem Startmodell kaufen. Jetzt sehen sie ja besser aus. Oder hey, das Pferd habe ich mir schon mal gekauft, aber jetzt in dem neuen Modell gefällt es mir besser, jetzt kaufe ich es mir halt nochmal. Nein, tatsächlich werden auch die Pferde überarbeitet, die wir schon gekauft haben und in den Boxen stehen haben. Das heißt, wir bekommen alle ein kostenloses Upgrade unserer Pferde. Wie gesagt, die Veränderung ist nicht allzu groß, was ich eigentlich ganz gut finde, denn mir ging es tatsächlich persönlich, ich fand das Modell schon immer hübsch. Deswegen war ich jetzt auch sehr kritisch, dass ich gesagt habe, ich möchte mein altes Anvieh behalten. Ich will keine Überarbeitung. Aber die Animation fand ich einfach im Video äußerst gut gelungen. Und von daher finde ich es eigentlich sehr, sehr cool, dass hier wirklich alle Pferde dieses Modells überarbeiten. Kostenlos.
wie gesagt, auch die, die wir schon gekauft haben. Hier unten sehen wir auch nochmal einen Vorgeschmack. Hier sehen wir ein Anfangspferd, den Apfelschimmel. So würde Fabis Anfangspferd dann aussehen. Wir haben hier ein Paint. Wir haben hier einen Appaloosa. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ups. Wir haben momentan noch kein Datum, wann sie reinkommen. Da schreibt das Star Stable Team aktuell nur, da heißt es abwarten und Tee trinken mit einem Zwinker-Smiley. Eventuell nächsten Mittwoch und sie spannen uns jetzt nur auf die Folter. Vielleicht auch erst später. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wirklich, wirklich sehr gespannt. Was ich euch jetzt schon mal versprechen kann, ist, dass ich definitiv, sobald die Pferde ins Spiel kommen, werde ich ein Video machen, wo ich dann mit euch die Animationen mir nochmal angucke, das neue Pferd so vom Modell an sich. Vielleicht mache ich da auch zwei Teile einfach draus, dass ich sage, in der einen Folge gucke ich mir mal die Animationen an. Und auch vielleicht nochmal die Mähnen, vielleicht sind die dann ja auch, ja gut, die werden nicht großartig anders sein, aber vielleicht wirken die auch ein bisschen anders, dass ich das halt so ein bisschen mache wie bei einem Kaufvideo. Und vielleicht mache ich dann einfach mal noch eine Folge, wo ich euch die Pferde, die ich im Startmodell habe, einfach mal zeige, dass ihr so ein bisschen einen Überblick bekommt, wie denn die Pferde aussehen. Vielleicht kann ich dann auch noch ein paar abreiten, je nachdem, wie lang die Folge wird. Vielleicht mache ich da einfach mal so ein 3-Folgen-Special draus. Vielleicht mache ich wirklich am Anfang die Animationen, dann zeige ich euch die Pferde, die ich in diesem Modell habe. Und dann reite ich einfach mal bei den Pferden noch vorbei, die so noch in der Box stehen. Es sind ja nur lange nicht mehr alle, die man einfach so in der Verkaufsbox finden kann. Viele befinden sich ja auch nur noch am Pferdemarkt. Aber schauen wir einfach mal. Das wäre so das, was ich vorschlagen würde und könnte. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr denn jetzt von dem neuen Pferd? Ich bin happy, dass es sich nicht so mega krass verändert. Das alte guckt vielleicht ein bisschen freundlicher, das lächelt so ein bisschen. Ich bin mega happy. Wie gesagt, ich bin eben erst aufgestanden, ich bin noch ein bisschen durch. Ich bin mega happy, dass es sich nicht so großartig verändert. Weil das hätte ich wirklich schade gefunden. Aber so ist es nur eine relativ kleine Veränderung. Und ich finde es halt wirklich krass, dass sich komplett jedes einzelne Pferd verändert und dass sich auch komplett, alle Pferde verändern, die man schon gekauft hat. Wirft natürlich auch die Frage auf, werden dann solche Pferde wie, was haben wir denn da noch? Was wurde denn noch nicht überarbeitet? Das KWPN wurde noch nicht überarbeitet. Der Morab wurde auch noch nicht überarbeitet. Werden solche Pferde dann mal noch überarbeitet werden? Werden sie generell mal noch ein neues Modell bekommen? Wie das Morgan? Wie das Paint? Oder sagt man dann, ja, die haben ja jetzt schon ein besseres Modell. Die lassen wir jetzt mal außen vor. Ich bin gespannt. Was denkt ihr? Was ist eure Meinung dazu? Was ist eure Meinung zu den neuen, zum neuen Modell? Ich muss sagen, dass ich jetzt eigentlich ganz positiv angetan bin. Ich war sehr kritisch. Und auch schissrig, dass sich das so extrem krass verändert, tut es zum Glück nicht. Von daher kann ich damit wirklich dann gut leben. Weil wie gesagt, das Modell sehr ähnlich bleibt, die Animationen werden deutlich besser. Und ja, haut doch mal in die Tasten, schreibt es in die Kommentare und auch was denkt ihr, wann wird es kommen? Also dann ihr Lieben, das war's von diesem Infovideo. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!